So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3 Multiplayer. Ich bin hier mitten in die Sitzung eingestiegen, wie man unverkennbar sehen kann. Ich will nicht gegrabt werden, darum Rauchbombe runter, betäuben, s'il vous plaît, dankeschön. So, es ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe, aber es ist Gott sei Dank das kostenlose Xbox Live Wochenende. Das heißt, man bekommt auf der Xbox, ich weiß nicht, ob das bei der PS3 auch so ist, aber man kriegt da auf jeden Fall mehr XP, also das mehr als das Doppelte von den XP, die man normalerweise für einen Kill bekommen würde. Und man bekommt kostenlose Goldmitgliedschaft, also das heißt, man kann online zocken, wenn man auf der Xbox Live ist, so wie ich, und keine Goldmitgliedschaft hat, so wie ich. Das heißt, ich kann jetzt schön zocken für euch. Und das macht Spaß, und da bin ich auch schon tot, weil irgend so ein Spaß, den mich wieder abknallen musste, ich hasse es. Ich hatte schon eben diesen Typen da, ja, Stufe 26, man sieht, sein Skill steht schon in seinem Namen drin. Das ist Skill, wie es im Buche steht. Wisst ihr Bescheid? Scheiße. So, springen wir mal runter. Scheiße, 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 scheiße. Da wollte die Steuerung gerade nicht wieder reagieren. Danke Ubisoft. Tolles Spiel, super programmiert. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Alter, mir rutscht hier gerade die verdammte Decke runter. Ich bin hier gerade so randommäßig an die Aufnahme gestartet. Das geht gar nicht. Man merkt es vielleicht an meiner Stimme. Ich bin richtig erkältet. Also, ich war letztens auch wieder krank. Das ist auch einer der Gründe, warum ich letzte Zeit keine Videos hochladen konnte. Ein genaues Video, warum ich das nicht machen konnte, folgt noch. Fickt euch weg. Was zum Henker? Was war das denn jetzt für eine... Ich hatte zwar meine Rauchbombe, aber irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwie hat diese Kamera gespackt oder was weiß ich, was da gespackt hat. Irgendwas hat wieder gespackt. Danke Ubisoft. Nein, aber... Ich bin hier einfach so in die Aufnahme gestartet, weil, ja... Hier war gerade eine richtig gute Runde vorhin und ich habe mir mal gedacht, jo, nimmst du spontan auf. Hast die HDP vorher ja schon angeschlossen. Ja gut, das war jetzt unnötig mit dem Wurfmesser, aber was soll's. Hauptsache wir kriegen einen Kill. Das ist immerhin besser als nichts. Ich bin auch schon relativ am Anfang in der Sitzung eingestiegen, aber dieser Prestige 5er Zerberta Games oder wie der heißt, der ist ein bisschen besser als die anderen. Scheiße. Komm her, komm her. Dankeschön. Da geht's nochmal einen akrobatischen hinterher. Sehr schön. So will ich das sehen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay, das lief nicht ganz nach Plan ungefähr. Irgendwie. Moment mal, wo ist... Ach, der Typ trollt mich da wieder. Nein, du hast keinen Wurf mehr. Fuck. Dass die da um die Ecke kamen, wusste ich jetzt auch nicht. Das ist natürlich schlecht. Ich muss mich hier aufs Reden und aufs Spielen konzentrieren. Und dieser Spaß, die hat schon wieder 5100 Punkte. Das ist voll heftig, Alter. Wie lange mussten der bitte suchten? Das ist bestimmt so ein Typ, der sitzt den ganzen Tag zu Hause und suchtet Assassin's Creed 3 oder was weiß ich, was der macht. Alter. Geht mal gar nicht klar. Kollege, komm hier hoch. Danke für die Verfolgungsjagd. Der ist zu blöd, hier hochzuklettern, kann das sein? Hitler, kann das sein? Oh, den Witz muss ich immer bringen, wenn ich das sage. Nein, was bin ich eigentlich so dumm? Ich wollte mich gerade runterhängen und dann habe ich B gedrückt und dann hat er mich betäubt und dann, ja, Jizz, keine Ahnung, was das... es kotzt mich schon wieder an. Hat er noch 550 Punkte für gekriegt. Ist klar. Ist klar. Chabos wissen, wer der Babo ist und so. Jetzt mal, ja, keine Ahnung. Ich laber hier irgendwie eine Scheiße. Ich laber hier nur Scheiße zusammen gerade. Ich weiß nicht mal, ob ich das Mikro gerade richtig eingestellt habe. Und falls meine Stimme sich wieder scheiße anhört, ist mir das sowas von Wix egal gerade. Fäkalsprache ist mir ebenfalls scheißegal. Alter, haben wir viele Doppelgänger. Na, kommst du hoch, Junge? Das ist ja mal noch, da ist aber noch einer in der Nähe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also, die sollen sich mal gegenseitig töten. Irgendwie. Jetzt bin ich tot. Wetten wir. Nein! Ah, ich wollte es gerade drücken. Nice lag. Boom! In die Fräse. Headshot sogar. Ja, not bad. Naja, gut. Headshot ist ja,
Kopfschuss und am Kopf ist ja das Gesicht. Aber was soll's? Who cares? Hä, ist der das? Oder? Ich hätte ihn sofort töten sollen. Was ist? Warum bin ich eigentlich gerade so verdammt retarded? Bam! Oh, ich liebe diesen Kill. Das ist meine Lieblingsschlampe hier in dem Spiel. Das ist die allergeilste. Die geht richtig ab mit ihrem fetten Schwert. Ich wünschte, ich wäre jetzt endlich Prestige 2, dann hätte ich das zweite Schwert für sie. Das sieht richtig fett aus. Es tut mir leid, wenn ich mir meine Rotze hochziehen muss, aber das geht teilweise nicht anders. Fuck. Nein, nein, nein. Verfolger entlarvt. Was? Hä? Ich hab das doch genauso benutzt, wie man es machen muss, oder war der Killradius von ihm schon wieder normal groß? Ach, leck mich doch an den Nüsschen, ey. Leck mich doch an den Nüsschen. Ich habe schon wieder nur 2800 Punkte. Das ist so ein Suchti, ne? Und ich kriege hier einfach keine Kills. Das ist so lächerlich. Ich muss es immer auf andere Leute schieben, dass ich verliere. Sonst, ja. Ich rush hier gerade viel zu sehr durch und, muss mich aufs Reden konzentrieren. Ich glaube, so wird das nichts mit dem Highscore, Leute. So, noch akrobatisch. Hennen hinterher und hier... Fuck. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass er mich jetzt schon vergiftet. Sonst hätte ich ihn auch so betäuben können. Ja gut, der erste hat 10.000 Punkte, ich habe 3.750. Das ist jetzt nicht die Welt, aber... Naja, dafür, dass ich doch halb krank bin, dass heute das erste Mal wieder spiele, dass mein zweites Spiel ist für heute. Und die anderen Typen entweder suchtig oder übelste Pros sind, schlage ich mich eigentlich ganz gut. Das müsste man dann Competitive Assassination nennen oder so, ne? Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber das sind diese ganzen, Competitive heißt, glaube ich, dass man gegen... Ich werde abgeknallt. Ich hasse diese Bitch, die ist so nervig. Die kommt einfach hin. Versteckte Pistole, boom! Einfach mal Y gedrückt halten und aus der Ferne genüsslich abdrücken, um den Gegner zu töten. Das ist so lächerlich. Die sollen alle zur Hölle fahren, diese. Oh ja, schön das Genickwerk fetzen. So muss es sein. So viele Punkte habe ich. 4200. Der erste hat immer noch 10.000. Ja, das wird nicht mehr allzu gut aufzuholen sein. Es sei denn, ich kriege 1000 AFKler und übelst viele Punkte in den Arsch gesteckt, aber. Na la 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 fuck it. Ach, da kommt. Oh, ich dachte gerade, ich werde betäubt. Hauptsache ein bisschen X spammen und dann passt das schon. Durch Spam kriegt man in Assassin's Creed sehr viele Punkte. Scheiße, scheiße. Oh. Komm hinterher. Du willst es doch auch. Was machst du da? Nee, leck mich. Ich hasse diese Leute, die abvisieren können. Oder sie hat einfach nur rumgespackt, weil das ist diese Level 26er. Ich glaube nicht, dass die was drauf hat, sondern dass die einfach so LT gespammt hat, weil sie nicht genau wusste, was sie machen muss. Okay, das war eigentlich klar, dass das der war. Ich hätte, ja gut, ich hatte zuerst meine Zweifel, aber gut, die Zweifel wurden entkräftigt. Ich rede hier auch wieder wie so eine Amtsperson. Schwuchtel, scheiße. Komm hier. Alter, wehe! Ich hasse es. Ich hasse es. Leute, wenn ihr eine Xbox habt, schreibt eine Hassmail an RickyCOD. Das ist so ein Spaß, der soll am besten in die Gaskammer gesteckt werden. Das ist so ein minderbemittelter, asozialer Spasti. Der hat überhaupt nichts drauf. Der macht einfach nur mit der versteckten Pistole seine ganzen Kills. Der hat überhaupt nichts drauf. Das ist so ein dummer Idiot, ne? Ich verstehe auch gar nicht, wie Leute mit der versteckten Pistole rumlaufen können. Das ist so, als würde man sich freiwillig kastrieren lassen. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer würde sowas machen? Jetzt werde ich nicht mal mehr Zweiter hier, weil der Zweite dieser komische Clan-Typ da ist, der auch wieder nichts anderes macht, außer Assassin's Creed zu spielen. Sie sind Dritter.
Ja, Leute, das war die erste Runde. Das ist nicht halb so gut verlaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, aber gut. Ich nehme jetzt noch eine zweite Runde Meucheln auf, Alter, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal aus der Lobby raus. Das sind mir hier viel zu viele Suchtis hier drinne. Das geht absolut gar nicht klar. Am längsten auf den Dächern verbracht. Ja, wen wundert's? Von da aus hat er alle mit der Pistole abgeknallt. Spasti, Alter. Also, wenn ihr Ricky Dings COD, was weiß ich, wie der heißt, bei Xbox oder so habt, dann, oder was weiß ich, wo ihr ihn findet, dann schickt ihm eine Hassmail, weil er scheiße ist und ein lämmerlicher Spasti, der nichts anderes zu tun hat, außer Leute mit der versteckten Pistole abzuknallen. Denn, Leute, wer das bei mir abzieht, der ist bei mir sofort unten durch, denn das ist die billigste und dümmste Art, einen zu töten. Das ist vergleichbar mit Noobtuben in MW2 oder in keine Ahnung, was es da noch so für Vergleiche gibt. Auf jeden Fall, es ist einfach lächerlich. Es ist einfach dumm. Deswegen, wisst ihr Bescheid, Hassmail und so. Das meine ich ernst. Also, müsst ihr nicht, aber wäre schon besser. Gut, zweite Runde Meucheln. Hoffentlich ist dieser dieser Typ, der Erster geworden ist, noch nicht drin, nicht mehr drinne. Hafen von Boston ist meine Lieblingsmap, deswegen bin ich auch nicht rausgegangen. Wären da andere Sachen zum Auswählen gewesen, also zum Abstimmen, hätte ich wahrscheinlich was an, aus der Lobby rausgegangen, aber so geht das wohl anscheinend nicht. Spielen wir einfach mal die Russenschlampe hier. Ah, die ist richtig cool. So, das Paket müsste eigentlich das gleiche sein. Ja, Meucheln passt eigentlich schon. Ich ziehe meinen Hut vor dir. So, wir haben den Hessen, den Jäger. Ich glaube, das ist der starke Mann oder der, keine Ahnung was. Und der Barbier oder keine Ahnung. Bartfratze und die andere Schlampe haben wir noch drin. Alles klar, dann